Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Und wie ihr schon im Titel richtig gelesen haben konntet, ich werde mir in diesem Video mein PC zusammenbauen und das, also die Teile davon unboxen, weil ich momentan die Teile bestellt habe und die sind noch nicht angekommen. Ich erzähle euch gleich, wie dieses Video ablaufen wird. Wir haben heute den 17.02. Ich habe vor einer Woche ungefähr noch nicht alles bestellt, aber sehr viele Sachen bestellt. Also nicht vor einer Woche, ungefähr am Montag um die Dings bestellt. Und noch nicht alles. Ich habe 6 Sachen von den 10 Sachen, die ich bestellen muss fürs PC, bestellt. Und ja, eins davon ist schon angekommen. Und ja, es wird ein bisschen so Vlog-ähnlich, dieses Video gestaltet. Und zwar, ich werde mich so jeden Tag, wo etwas ankommt, mich so gesagt einloggen und euch zeigen, was angekommen ist. Und so weiter. Also, was heute angekommen ist, ist der Gehäuse von dem PC. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Es ist eine Be Quiet Pure Base 500DX. Ja. Ich zeig's jetzt gleich. Sieht es besser, also von der Innenseite. Es hat 3 Lüfter, also 3 Lüfter, die automatisch schon drin sind, drinnen. Einmal eins oben, einmal eins hier hinten und einmal eins hier vorne. Man kann vorne noch 2 weitere oder eine weitere noch reinbauen. Ich werde es erstmal so lassen. Und ja. Erstmal noch, was noch in dem PC drin wird. Das erkläre ich euch jetzt. Und erstmal, was ich schon bestellt habe, ist einmal die HDD. Also es wird eine 1TB Toshiba HDD drin sein. Ich nenne euch mal auch schon die Preise, weil in manchen Sachen, wie zum Beispiel in der Grafikkarte, habe ich einen echt guten Preis dafür gefunden. Also für das, was ich bekommen habe. Und dieser 1TB Toshiba hat 33 Euro gekostet, also jo. Dann wird da ein Thermaltake 750 Watt Smart Netzteil drin geben. Das hat 66,05 Euro gekostet. Kommen wir jetzt zur Grafikkarte. Und das da ist wirklich, in dem Sinne, für was das ist, will ich sagen, schon ein bisschen ein Schnapper. Weil ich habe eine MSI Nvidia RTX 3070 Ti für 997 Euro gekauft. Und ihr müsst das vorstellen, das war bei Amazon und es war von 1.500 Euro auf 997 Euro heruntergestuft. Also wirklich sehr geil. Ein Mainboard von MSI ebenfalls, ein MPGZ 490 Gaming Plus für 134 Euro. Der Gehäuse der Be Quiet Pure Base 500DX und ein CPU-Kühler Be Quiet Dark Rock 4 Pro für 53 Euro. Der Gehäuse hat 98,99 Euro gekostet. Und was ich noch nicht bestellt habe, ist der Prozessor. Ich habe das alles schon rausgesucht. Das wird eine i7-10700K, also ein 380 GHz Prozessor. Und noch drin werden sein 2x16 GB DDR4 RAM für 150 Euro von Corsair. Da werden halt diese Vegency, die heißen, ich glaube, die heißen Vegency, die leuchten halt. Das ist das Einzige, weswegen ich die gewählt habe noch, weil eigentlich hätte ich die für 125 Euro gekauft, die nicht geleuchtet hätten, aber ich habe die mit dem Leuchten halt besser gefunden. Perfekt. Dann noch eine SSD für 80 Euro, das weiß ich noch nicht genau, ob ich den kaufe, ich suche mir momentan noch, ob es günstigere gibt oder irgendwas solches. Das wird eine 1TB SSD und einmal noch die ein Windows 10 Pro Key, weil man es braucht. Fertig aus. Ja, und ich würde sagen, kommen wir jetzt zum morgigen Tag. Morgen werden 2 Sachen ankommen, und zwar der HDD und der CPU-Lüfter. Also, ja, let's go. So Leute, also der nächste Tag ist hier und was ist heute angekommen? Es sind 3 Sachen heute angekommen. Ich hätte eigentlich heute nur 2 Sachen erwartet. Also fangen wir mal mit dem kleinsten, würde ich sagen, an. Also die kleinste Sache ist schon hier eingebaut. Und man hier sieht, da, die Festplatte. Also ich habe eine HDD bestellt, eine 1TB HDD. Der ist gerade angekommen, ich habe es schon eingebaut.
Es wird noch eine SSD drin sein. Also ja, das habe ich euch eh schon vorgelesen. Bin dumm. Was ist dann noch angekommen? Was heute schon erwartet wurde, dass heute ankommt, ist der CPU-Kühler. Und zwar der... Der hier. Der, wie heißt der nochmal? Dark Rock Pro 4 von Be Quiet. Ja, das hier. Das ist eine... also zwei Ventilatoren sind da drin. Ja, das war heute noch erwartet. Aber was unerwartet da kam, würde ich sagen, ist die Grafikkarte. Und zwar die RTX, die RTX 3070 Ti, der hier, ist heute angekommen. Und ja, es war eigentlich nicht auf heute erwartet. Ich habe gestern eine Nachricht, nicht gestern, vorgestern eine Nachricht bekommen, dass wir es erst am Samstag bekommen und heute ist Freitag. Aber davor war der Datum, dass ich es am 11. März bekomme. Dann wurde es auf Samstag verschoben und jetzt wurde es auf Freitag verschoben. Und hier ist es, der 3070 Ti von MSI. Ja. Ja, und das sind die Sachen, die heute angekommen sind. Es wird jetzt in der Wochenende halt keine Sachen mehr ankommen. Der SSD ist jetzt gerade bestellt. Dann ist der Mainboard bestellt. Das kommt noch. Und der 750 Watt Dings Netzteil ist noch bestellt. Die kommt auch am Montag. Also, während der Wochenende werdet ihr mich nicht sehen. Ja, und dann kommt noch der Prozessor und der RAM. Ja, die kommen noch. Also, ja. Aber die weiß ich noch nicht, weil wir es erst am Montag bestellen. Also, ja. Wir sehen uns am Montag. So, Leute, der nächste Einloggung. Und zwar ist heute Montag. Was sind heute angekommen? Und eine Sache ist während der Wochenende angekommen, was ich gar nicht erwartet habe, und zwar der Netzteil. Ich habe den schon eingebaut, das zeige ich euch mal kurz. Also hier hinten kann man den Netzteil schon eingebaut sehen. Ja, das ist halt am Wochenende angekommen. Was ist heute angekommen? Geplant war heute eigentlich, dass der Mainboard, der ein USB-Drive wegen dem Windows 10, was ich auf den Dings installieren werde, und der SSD ankommt. Was ist heute angekommen? Nur zwei Sachen, und zwar der SSD erstmal. Das ist eine Samsung irgendwas 980 SSD und der Pendrive, also der USB. Ja, diese beiden Sachen sind heute angekommen. Wenn alles gut läuft, vielleicht kommt der Mainboard morgen oder übermorgen. Und der Prozessor und der RAM kommen übermorgen, also am Mittwoch. Ja, also bis übermorgen. So, Leute, jetzt sind die letzten Sachen angekommen. Erstmal der Prozessor. Dann hier ist noch der RAM. Und der Mainboard. Also, wir können jetzt mit dem Aufbau beginnen. Hey, Leute, also, wie ihr seht, habe ich hier gerade den Mainboard und die schon einen Computer zusammengebaut haben oder sich dafür interessieren, wissen und sehen schon, dass hier schon der CPU eingebaut ist. Und das liegt daran, dass ich schon vor 2 Tagen den CPU eingebaut habe, weil ich vor 2 Tagen dieses Video aufgenommen habe, wo ich gesagt habe, dass jetzt ich mit dem PC anfange zusammenzubauen. Und was war los? Ich musste neue RAM-Sticks kaufen, weil die wegen dem Lüfter, also dem CPU-Lüfter, also CPU-Kühler, nicht drauf gepasst haben. Also der CPU-Kühler ist nicht hier drauf gepasst wegen dem RAM. Deswegen musste ich neue kaufen. Ich habe jetzt neue bestellt. Die halt jetzt ohne LED. Deswegen passen die jetzt dann drauf. Aber fangen wir an, glaube ich, mit dem Build, will ich den mal jetzt so nennen. What you want?
We hang with them ballers, we don't even ball. I just motherfucking started, now I want it all. Most rappers retarded, they can't rap at all. I knew all this shit would happen before it started. Too much money in your pants, probably why it's falling. Stack my money in the bank so it's never falling. I'ma pop up with a gang, we gon' put her all in. Yeah, can't take a loss, I don't trust you when you talk. You talk a lot, acting like a zombie, copy how they talk. What's the drip? I don't think they dripping. $1,000 jeans, tell me why they got the ribs then. All these rappers think they saucy, but they a copy. Only bitches that they flexing always be thotties. My gang is rich, we love them oddies, we love the party. But the only thing on my mind ain't just the money. You know I always had a vision, I'm on a mission. I remember freestyling better than my written. We was young and we was hungry, we was dummies. Plotting lips like rappers. So Leute, ich habe jetzt den Fan befestigt und wie ihr sehen könnt, ist hier der neuere RAM ausreichend, um hier keine, also hier das nicht gegen anzustoßen. Denn der ist hier gegen voll geprallt und er hat deswegen das Ganze nach oben gedrückt. Also ich hätte das kaputt gemacht, wenn ich das Ganze festgeschraubt hätte. Und jetzt wissen wir nur noch, weil das hier ein Dual-Ventilator Kühler ist, müssen wir jetzt noch das da reinbauen. See you on. I know what I want, only care about the family. My other thoughts is gone. Don't think what you can't be. You live how you want, don't let others put you down. Now you gotta look beyond, gotta grind up till you gone. What you want? We hang with them ballers, we don't even ball. I just motherfucking started, now I want it all. Most rappers retarded, they can't rap at all. I knew all this shit would happen before it started. Too much money in your pants, probably why it's falling. Stack my money in the bank so it's never falling. I'ma pop up with a gang, we gon' put her all in. Yeah, can't trust no hoes, standing strong all on my own. These people phony, how they gon' have hope if you don't hoe? This world is lonely, if this a league, I'm better than the pros. I'm on my only, I'm smoking OG, it's getting smoky. You know I can't trust, you ain't like the police. Always looking for the information on the low key. Can't fuck with you, less you my homie, you're my shorty. Skinny, I'm bony, but I still gon' pull your shorty. You know how we live. Club straight to the hotel. Think she fell in love, to be honest, I can't tell. Don't want beef to gang, cause my gang like the cartel. Bought too many bottles, pour them out at the last call. Hang up on that bitch, right after that last call. She love me too much, know we finna blast off. Try and knock me down, but you can't, cause I stand tall. Try and knock me down, but you can't, cause I stand tall. What you want? We hang with them ballers, we don't even ball. I just motherfucking started, now I want it all. Most rappers retarded, they can't rap at all. I knew all this shit would happen before it started. Too much money in your pants, probably why it's falling. Stack my money in the bank so it's never falling. I'ma pop up with a gang, we gon' put her all in. What you want? We hang with them ballers, we don't even ball. I just motherfucking started, now I want it all. Rappers retarded, they can't rap it all. Yeah, what you want? We hang with them ballers, we don't even ball. I just motherfucking started, now I want it all. Most rappers retarded, they can't rap it all. Yeah.
Leute, wie ihr es schon hier erkennen könnt, ist der neue PC fertig und auch der neue Studiobereich. Weil ich wollte unbedingt wegen dem neuen PC es auch umstrukturieren, wie der Studio aufgebaut ist, dass man auch den PC da mehr zu sehen sein wird, weil hier wird noch etwas kommen, was den PC anhebt, deswegen es hier stehen wird. Und dann wird es hier halt so einen kleinen Raum geben, wo die Kabeln verlaufen werden. Raum nicht, so einen kleinen Bereich, wo die Kabeln verlaufen werden und ich ein paar Sachen noch lagern kann. Ja, hier ist mein alter PC und der neue PC funktioniert einwandfrei. Ich habe es zusammengebaut und ich war mir echt wirklich aufgeregt, weil das war mein erstes Mal, wo ich einen PC zusammengebaut habe. Und ich wollte halt nichts kaputt machen. Also als ich den Knopf gedrückt habe, hatte ich sowas von Schiss. Das glaubt ihr nicht. Aber ja, es funktioniert einwandfrei. Ich kann euch mal kurz auch die ganzen Sachen zeigen. Also, der CPU funktioniert wirklich einwandfrei. Der GPU ebenfalls. Dann der Arbeitsspeicher auch. Also ja, der SSD ist hier auch. Das Einzige, was momentan ein Problem ist, aber das werde ich noch irgendwie rausfinden, wie ich das lösen kann, ist der andere Datenträger, der HDD. Aber ich werde es schon rausfinden, wo das jetzt hingelagert wurde. Vielleicht muss ich hier noch die Seite abnehmen und irgendetwas daran machen mit dem Kabeln oder so. Aber ansonsten funktioniert alles einwandfrei. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Das ist mein neuer PC. Warte, ich zeig's euch von der Seite, das habe ich euch gar nicht gezeigt. So. Mit verschiedenen Farben. Und sowas, das finde ich auch so geil, wie mit dem Farben wechseln und so weiter. Aber, ja, das ist mein neuer PC. Darüber werden ab sofort Videos kommen. Der Xbox wird wahrscheinlich zurzeit dann nicht mehr so viel benutzt wie bisher. Von hier wird alles aufgenommen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!